Ich verwandt mich. Der Barde fand sich an einem Ort wieder, an dem es weder Tag noch Nacht gab, dem keine Sonne wärmte und dessen Luft so verdorben war, dass jeder Atemzug zur Qual wurde. Diese Stollen waren eher für Flossenvolk und Förbolks geschaffen. Doch der Barde drang weiter vor, fest entschlossen, seine noble Aufgabe zu erfüllen. Der sichere Tod lauerte hinter jeder Ecke. Ein grausamer, schmutziger Tod, durch die Hand irgendeiner üblen, unterirdischen Kreatur. Ich hoffe doch, ihr übertreibt. Das war wohl mehr Wunschdenken. Prima. Prima. Danke. Ja, zwischensprechen. Wir haben schon eine Weile nichts mehr von den Leuten aus Stromness gehört. Ich frage mich, ob ihnen wohl etwas zugestoßen ist. Der ist friedlich. Das hat bestimmt wehgetan. Oh, habe ich das fast kritisch getroffen? Und wieder spürte der Barde, wie seine magischen Kräfte durch die glitzernden Funken geschwächt wurden. Ihr scheint sehr in Eile zu sein, mein Freund. Warum all das Gehacke? Unternimmt das Erz einen Fluchtversuch? Ein paar von uns haben hier gearbeitet und Stützbalken eingebaut, als wir vom Flossenvolk angegriffen wurden. Während des Kampfes ist der Stollen eingebrochen und ein paar der anderen Bergmänner wurden verschüttet. Ach, die sind nett. Dann möchte ich euer Graben nicht unterbrechen. Als ich noch klein war, hat mein Hund einmal meine Schwester begraben. Und ich? Ich habe jetzt keine Zeit für Gespräche. Denen geht die Luft aus. Helft mir, sie auszugraben. Ja, doch, ja. Graben ist nicht unbedingt meine Stärke. Kann ich nicht anders behilflich sein? Hier unten gibt es noch mehr Bergmänner. Aber sie sind bei dem Angriff in alle Richtungen weggelaufen. Wenn ihr sie findet und hierher zurückbringt, könnten sie mir beim Graben helfen. Es soll nicht euer Schaden sein. Verbleibende Luft, wie es Stand der Grabung, Moment, wie finden, Es gibt Schwierigkeiten. Kommt mit mir. Wir müssen uns beeilen. Nee. Also ich kann ja wieder, Wo ich sein? Die sind ja hübsch. Also, hübsch hässlich, aber hübsch. Es gibt Schwierigkeiten. Kommt mit mir. Geht voran. Lass doch mal die Heilerin in Ruhe jetzt. Und so endet die Geschichte des Barden.
Aber wir wissen jetzt, was wir tun müssen. Servus. Langweilig. Macht schneller. Genau. So. Hier verlieren wir jetzt gerade mal unsere Leute. Und wieder spürte der Barde, wie seine magischen Kräfte durch die glitzernden Funken geschwächt wurden. Ihr scheint sehr in Eile zu sein. Ich verspringe das einfach kurz. So. Graben ist nicht unkommt, endlich zur Sache. So. Los geht's. Ich brauche eine volle Mannschaft. Ihr braucht. Es gibt Schwierigkeiten. Kommt mit mir. Wir müssen uns beeilen. Ja, das war jetzt dumm eigentlich, ne? Das war eigentlich dumm. Wo ist denn der Grabbeling? Du machst jetzt so. Ja, super. Okay, alles klar. Hoppala. Entschuldigung. Oh, besser. Sorry. Oh, noch einer. Es gibt Schwierigkeiten. Kommt mit mir. Ich werde dicht hinter euch bleiben. Jetzt in der Richtung. Nee, da gibt es eine Ärger. Okay. Oh, das wird jetzt so eine Rennerei-Geschichte hier. Wieder hübsch. Komm schon, schick dich. Danke. Das ist auch die erste Zeitaufgabe, ne, die wir machen müssen. Also mit Zeitdruck und so. So. Haben Steine? Oh, der ist teuer, huh? Der Hühne. Lass mich mal schnell tricksen. Geht doch. Ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Bleibt, wo ihr seid. Ich werde hier warten.
Leiche. Ich kümmere mich. Es gibt Schwierigkeiten. Kommt mit mir. Ich folge euch. So. Okay. Dann nach unten. Es gibt Schwierigkeiten. Kommt mit mir. Schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Geht voran. Es gibt Schwierigkeiten. Kommt mit mir. Gehen wir. Es gibt Schwierigkeiten. Kommt mit mir. Geht voran. Ja, damit haben wir eigentlich alle Hörer oben noch. 10 Minuten haben wir noch, 69, oh, das wird enger, aber viel mehr. Oh, da komme ich so gar nicht hin, guck. Na dann. Abgabe. So. Wiedersehen. Dafür habe ich eine Horde Furbolgs. Macht euren Job, Jungs.
sieht gut aus. Das Entwicklerteam hat sich wahrscheinlich... Lohnend. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Da wir gerade von Lohn sprechen. Wir haben während der Grabungen hier unten dieses seltsame Schwert gefunden. Es scheint zu... Naja, es sinkt. Gut, Männer, zurück an die Arbeit. Zeit, die Stollen im Osten freizuräumen. Oh nein. Bei dem Jubeln hat sich jetzt wahrscheinlich das Entwicklerteam irgendwo beim Saufen getroffen und einfach gesagt, so, wir nehmen jetzt auf. Das Ego-Schwert. OMG. Oje, oje. Ihr seht ja nicht sonderlich ehrfurchtgebietend aus. Um ehrlich zu sein, seht ihr irgendwie nach gar nichts aus. Ich hoffe, ihr macht euch besser als mein letzter Träger. So wahr ich lebe und atme. Es stimmt. Ihr könnt sprechen. Ich kann nur beten, dass eure Klinge genauso scharf ist wie eure Zunge. Und ich glaube, ihr habt da was verwechselt. Ich hoffe, ihr werdet mir besser dienen als eurem früheren Meister. Er war irgendwie wirr im Kopf, mein früherer Meister. Bestand doch glatt darauf, der Erwählte zu sein und solchen unglaublichen Quatsch. Ihr scheint auch nicht viel besser zu sein. Ihr würdet überrascht sein, wenn ihr wüsstet, was ich glaube. Und jetzt schweigt. Wir haben Flossenvolk zu meucheln. Denkt daran, das spitze Ende gehört in den Gegner, Trottel. Na prima, das kann ja heiter werden. Jetzt haltet eure verdammte... was immer das ist. Und so fand der Barde einen Partner, der perfekt zu seiner charmanten Persönlichkeit passte. Naja, ich bin schließlich ein Bastardschwert. Bastard. Oh nein, das wird in nichts Gutem enden. Da war eine Kiste. Ich will die Kiste. Oh Gott. Wartet hier. Ihr braucht mich wieder? Das dachte ich mir. Euch kenne ich doch. Ach, Himmel nochmal, habt ihr euch etwa schon wieder verschütten lassen? Ja, das habe ich getan. Und ihr habt mich wieder rausgeholt. Ich schulde euch Dank. Ich würde sagen, ihr schuldet mir etwas mehr als das. Immer am Scherzen. Ich durchschaue euch. Ihr habt eine raue Schale, aber einen weichen Kern. Da irrt ihr euch ganz gewaltig, ehrlich. Ihr könnt mich nicht reinlegen. Und obwohl ich weiß, dass ihr versuchen werdet, eine Belohnung abzulehnen, fürchte ich doch, dass ich darauf bestehen muss. Nun gebt schon her. Also gut, hier, nehmt. Viel Glück, mein Freund. Das weiße Buch von Witherich? Was kann das? Es heißt, die vier Blätter des Kleeblatts stünden für Hoffnung, Treue, Liebe und Glück. Der Barde besaß allerdings... Ah, hier mit dem... Ah, schön. Und nun? Und jetzt? Und wohin jetzt? Ach, da oben. Komme ich da irgendwie hin? Attacke! Komm da durch? Nee, will ich nicht. Dadurch komme ich ja offenbar nicht. Hui, hui, hui. Schickes Schwert. Ja, das sind so die Kleinigkeiten, ne? Wenn du jetzt diesen... den Typen dann jetzt nicht gefunden hättest, nicht angesprochen hättest, dann hätten wir das jetzt nicht bekommen. Gott, sink. Oh. Entschuldigung. Das sollte nicht passieren. Melde mich zum Dienst. Das ist so falsch. Was kann das Schwert jetzt? Komm, lass mal jucken hier. Ach ja, doch. Ja, das nehme ich so.
Melde mich zum Dienst. Oh Gott. Das wird nicht gut enden. Wir bekommen Besuch. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Runter von meinem Boot. Badehose, eine Badehose. Ah, so falsch auf so vielen Ebenen. Yeah. Je stärker der Barde ist, desto mehr Schaden kann er mit Nahkampfwaffen anrichten. Ladenbesitzer bieten dem Barden deutlich günstigere Preise an, wenn er ein hohes Charisma besitzt. Mhm. Eine hohe Vitalität verbessert die Gesundheit des Barden. Macht Sinn. Macht Sinn. Jetzt können wir so, wir kommen glaube ich so langsam. Oh, Mann, das sind jetzt, Entschuldigung. Wir kommen so langsam an, glaube ich, so eine Art Endgame-Bereich. Also ich habe so das Gefühl, dass es langsam mit uns zu Ende geht. Aber mal noch abwarten. Seid gegrüßt und herzlich willkommen. Des Baden Ruf hab vernommen. Hier seht, es gibt auch anderes Zeug. So schaut euch nur um und ich hoffe es erfreut. Zum einen gibt's hier den Rest der Playlist. Dort drüben klickt ihr, falls ihr noch was vermisst. Zu guter Letzt kommt noch das Beste zum Schluss. Ein Abo hier unten, doch das ist ganz klar kein Muss. Es freut mich, dass ihr noch da seid. Wenn schief geht, dann tut es mir sehr leid. Ich weiß, was soll ich nur tun? Wie sonst käme ich je zu Reichtum und Ruhm? Glaubt mir ruhig, schon viel was getan. Gebracht hat es nichts, nur mein Liebling spontan. Falls ihr es bis hier echt auskacken habt, dann gebührt euch Respekt, und das ist ein Fakt. Und vielen Dank, es erfreut mich sehr. Schaut wieder vorbei, denn bald gibt es noch mehr. Ein Däumchen nach oben, dann gibt's auch einen Kuss. Jetzt wird der Blödsinn aber groß, also ist jetzt mal Schluss.